Der Außenseiter führt mit 2:2. Macht das klasse! Mann, ist das für Pokalschlag! Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Situation ist perfekt! Das ist ja riesig! 1:0 für Bestenbergs Gold. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Damit herzlich willkommen zu DFB-Pokal der ersten Runde. Und im letzten Jahr durfte ich mir ja einiges anhören, von wegen, ich hätte mich ja nicht so darum gekümmert, wie die anderen Mannschaften spielen, weil ich zu sehr auf unsere Mannschaft geschaut habe. Ja, dieses Mal gucke ich ein bisschen rein oben auf den Ticker. Da fallen ja schon die ersten Tore. Aber nichtsdestotrotz will ich auch schauen, dass wir hier ganz, ganz souverän punkten gegen Babelsberg hier in Potsdam. Also das sollte, denke ich mal, ein Selbstläufer werden, wenn dann eben es nicht gerade der DFB-Pokal wäre. Aber ich denke mal, heute können wir einfach Qualität zeigen. Wir haben ja gerade den Supercup noch für uns entscheiden können. Und dann ist hier an der Stelle auch, ja, ich möchte bald sagen, für Babelsberg zappenduster. Gucken wir doch mal, wie unsere Akteure. Ja, Traoré, der ist schon durch. Traoré. Oh, der Stöger hat da gleich mal einen Riesenvorsicht, den Lakina Traoré. Größter Spieler der Fußball-Bundesliga. Habe ich eben noch im Saisonheft nachgeschlagen mit 2 Meter und 3. Ein absoluter Hühner. Da sehen wir ihn da vorne, wie er sich bereitstellt. Also ich meine, er fällt ja auf. Also er kann sich zumindest mal nicht von der Abwehr wegschleichen. Das fällt als Oger doch recht schwer. Gucken wir mal. Aber wir wollten hier jemanden haben. Oh, da hört man die Fans. Aobo da im Zweikampf. Sah da nicht ganz glücklich aus. Das geht besser. Jetzt Traoré. Schade. Hätte den Ball auf Wijnaldum spielen können. Das macht aber Gnabry gut. Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum. Versucht da gleich ein, zwei Mann aussteigen zu lassen. Aber er scheitert dann doch. Jetzt nochmal Traoré. Ja, ist noch ein bisschen ungeschickt in dem Passspiel. Aber ich denke mal, das wird er im Laufe der Saison auf jeden Fall hinkriegen. Oh, schöner Ball. Ein Ticken zu weit, sodass Wijnaldum da nicht rankommt. Ballbesitz bis jetzt doch relativ übersichtlich. Wir gucken mal da oben. Karlsruhe, Hoffenheim. Da führen die Hoffenheimer in Karlsruhe beim Drittligisten. Unseren, ja, man muss dazu sagen, unseren Kooperationspartner. Wir hoffen ja mal, dass unsere Jungs, die wir da ausgeliehen haben, eben auch ordentlich zu Einsätzen kommen, sich weiter verbessern können. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das ausgehen wird im Laufe der Saison. Aber das ist noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, die ersten Resultate. Es zählt ja erst, es kommt ja alles erst, dieser große. Jetzt ist natürlich die Erwartungshaltung so groß. Eine Rolle, in der ich mich ungern befinde, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fiel es so die letzten Jahre doch immer ein bisschen einfacher, kleiner oder tief zu stapeln mit einem Verein. Nee, jetzt muss man zwangsläufig eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen. Man muss, wie gesagt, ordentlich Punkte machen. Wir wollen auf Platz 3 der Liga oder in die Top 3 zurückkommen als deutscher Meister. Und da müssen sich die Jungs dran messen, ne? Ganz klar. Und auch im Pokalen wollen wir ordentlich weiterkommen. Ich sag mal, das Halbfinale sollte drin sein. Wenn nicht vorher, sage ich mal, vielleicht FC Bayern München oder Borussia Dortmund auf uns wartet. Oder vielleicht wieder Gladbach oder auch Leverkusen. Sowie auch Hannover, die sehr, sehr stark sind dieses Jahr. Die darf man nicht unterschätzen, auch wenn wir jetzt 3:1 gewonnen haben im Supercup. Die haben einen richtig starken Kader. Ah, jetzt gibt's Foul hier und Freistoß für Babelsberg. Marco Höger, da haben wir auch schon souveräner gesehen. Ja, foult da ganz klar Müller. Somit auf Freistoß für die Brandenburger. Gucken wir mal. Oh, gut, abgefälscht. Da hätte Adler wirklich Schwierigkeiten bekommen. Er wechselt auch stets und ständig sein Trikot, wie mir aufgefallen ist. Kurios. Schulz. Und Befreiungsschlag von Kehr. Traoré jetzt mal ein Konterangriff. Vielleicht mal jetzt die Möglichkeit über Van der Vaart rüber. Und der schickt ja wunderschön Serge Gnabry. Und der braucht doch nur in die Mitte spielen. Da ist schon wieder Van der Vaart. 3:1 Überzahl. Was machen die Jungs denn? Was machen die denn? Ach du Heilige. Ach, das gibt's doch gar nicht. Was war das denn bitte jetzt eben für ein Angriff? Da hatten wir 3:1 Überzahl gegen den Torwart und kriegen den Ball nicht rein. Kurios. Beißt er jetzt? Macht das besser? Nein. Schießt wieder direkt auf den Torwart.
keine Gefahr fürs Babelsberger Tor. Also das Ding hätten sie eben ganz souverän meistern müssen. Das sah natürlich bitter aus. Also diesen Konter hätte man sauberer abschließen müssen. Hier haben wir uns eben ein wenig unter Wert verkauft, ganz klar. Das muss als Meister Bundesligist, also Erstligist, wesentlich professioneller ablaufen. Eine Schmach hier in der 45. Die nächste gelbe Karte, das ist dann auch das Aus für Höger, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann spielen wir mit einmal weniger. Heidewitzka, also wir tun uns schwer. Wir tun uns schwer gegen SV Babelsberg. Unglaublich. Ja, mit einmal weniger wird es natürlich schwierig. Ich wechsle da aber keinen aus. Wir müssen ja weiterhin offensiv agieren. Schuss, Gott sei Dank. Aber da war er nicht schlecht. Babelsberg spielt jetzt hier wirklich weit über Niveau. Und mit 65% Ballbesitz haben wir es echt schwer, hier gegen anzustinken. Also, das muss ein bisschen besser laufen, meine Lieben. Bis jetzt doch etwas mau. Wir motivieren die Offensive. Was anderes bleibt uns dann nicht übrig. Und vielleicht Hinteregger noch, dass der ein bisschen mehr aufpassen muss jetzt. Mit einmal weniger. Ich mache mir jetzt immer noch keine Sorgen für das Weiterkommen. Aber mit einmal weniger sollte man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger agieren. Aber wir schauen mal. Wir haben ja hier die Topstars auf dem Platz. Traoré, Wijnaldum, Raphael van der Vaart, Serge Gnabry zählt sicherlich, ähnlich wie Maxi Beister, zur gehobenen Klasse der Bundesligisten oder der Bundesliga-Profis. Boah, schon wieder faul. Also ich werde verrückt. Jetzt Kier auch noch mit der gelben Karte. Jungs, so langsam wird's peinlich. Den Müller kriegen sie ja einfach nicht richtig im Griff. Und wir tun uns ersichtlich schwer. Also hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also ein kleines Festival vielleicht sogar. Hinteregger macht das gut jetzt. Der Befragungsschlag. Und Traoré vorbei an Reiche. Da hat keiner die Möglichkeit. Traoré immer noch. Und jetzt Schuss, Traoré. Es geht doch. 1-0. Lakina Traoré mit einem brutalen Sololauf. Und da haben wir eben einmal eben den Klassenunterschied aufblitzen sehen. Allein beim Tempo, das Tempo, was Lakina Traoré da an den Tag gelegt hat, eben zum Start der zweiten Halbzeit. Grandios. Gucken wir mal, ob wir das Ganze jetzt hier noch ein bisschen souveräner über die Zeit bringen. Auch mit einmal weniger, denke ich mal, sollte das kein Problem sein. Zwangsläufig wird jetzt Babelsberg ein bisschen müder. Ach, was macht denn auch noch Gnabry? Ne? Ist der auch so schwach agiert? Ich bringe ihn jetzt auf rechts außen und ich stelle Van der Vaart ins zentrale Mittelfeld. Müssen wir das ein bisschen so agieren, weil sonst ist mir das ein bisschen zu offensiv da vorne. Wenn wir doch jetzt 1-0 führen, kann es doch ein bisschen souveräner über den Tag gehen. Gut, wir gucken mal da oben. Hannover, 2-0, Abdelau. Alles klar, Hannover scheint dann auch weiter zu sein. Und da kommt nochmal das nächste Ergebnis rein. Gucken wir mal. Also, Wijnaldum. Wieder auf Traoré. Der ist schon wieder durch. Lakina Traoré, 2-0. Jetzt muss ich mich beinahe verschlucken. Jetzt macht er es doch ganz souverän. Und jetzt nimmt das Ergebnis so langsam Züge an, mit dem wir gerechnet haben. Und ja, Babelsberg geht jetzt zum Schluss der Partie so langsam oder allmählich eben die Luft aus. Man merkt es, da ist keinen Zugriff mehr auf unsere Offensivaktion. Und wir können uns da ganz souverän durchsetzen. Groß, Pass, super gemacht. Das ist Wijnaldum. Und wieder auf Traoré. Und der ist schon wieder an Schulz vorbei. Spielt nochmal rüber auf Maxi Beister. Der nochmal zurück auf Traoré. In der Mitte steht doch schon Wijnaldum. Kriegt er den Ball? Ja, er kriegt den Ball. Kein Abseits. Wijnaldum. Oh! Riesen Rettungstat von Stöber, dem Torwart von Babelsberg. Aber Wijnaldum schon wieder im Ballbesitz. Jetzt versuchen wir da vorne ein bisschen noch zu, ja, ich möchte bald sagen, noch ein bisschen zu zaubern. Wir wechseln jetzt aus an der Stelle. Wir haben die 68. Spielminute. Wir nehmen jetzt Traoré raus. Hat eine super Partie gemacht. Und bringen den guten Jean-Christophe Bahelbeck und den guten Shanalulu natürlich, der muss mit rein. Und ansonsten würde ich es erstmal so laufen lassen. Wir gucken dann nochmal, ob wir vielleicht Hartherz noch bringen und einen Einsatz gönnen, dass wir da ein bisschen Kräfte schonen. Oh, gute Möglichkeit jetzt hier für Babelsberg. Gute Hereingabe, sah gar nicht so schlecht aus, aber unsere Defensive war da doch ein Tick wacher. Und klärt das souverän. Oh, gefährliches Spiel jetzt hier von Babelsberg. Jetzt gehen sie wirklich volles Risiko.
Und nie wieder. Jorginho Wijnaldum hat sich schon wieder durchgesetzt. Der Ball landet bei Traoré. Rüber auf Serge Gnabry. Traoré ist schon wieder in der Mitte. Da kommt Traoré und Kopfball. Boah, richtig gute Sache. Das sah richtig schön aus. Auch dieser Spielzug insgesamt. Die Hereingabe von Serge Gnabry war nicht verkehrt. Und Traoré kommt natürlich noch mit dem Kopf daran. Ganz, ganz stark. Wieder Beister, Balleroberung auf Jorginho Wijnaldum, direkt weiter zu Traoré. Da vorne steht Serge Gnabry, schön in die Szene gesetzt. Gnabry ist fast durch, schade. Ein Tick hat gefehlt. Ein Tick, ich möchte bald sagen, Genialität. Dem halt, oder ja, was dem guten Serge Gnabry noch nicht so abgeht. Schade. Van der Vaart nochmal zurück. Sicheres Spiel über Aogo, der Erfahrene. Und jetzt geht's wieder auf Traoré und Schulz. Jetzt Babelsberg mal mit einem kleinen Entlastungsangriff. Was wird daraus? Das sieht, glaube ich, nach gar nichts aus. Ja, schön. Dann haben wir auch die Einwechslungen. Wenn jetzt gerade die 80. ist, wechseln wir auch noch Aogo aus. Der ist müde. Mit einer 47 bringen wir noch Florian Hartherz. Und denke mal, da machen wir nichts verkehrt. Drei Auswechslungen, aber ihr wisst ja, wie es ist im 3D-Spiel. Man muss da eben die Chance am Schopf packen und dann auswechseln, wenn eben mal der Ball aus ist oder im Aus ist. Das ist ja schwierig da, das ein bisschen besser zu timen. Ah, hat nicht geklappt, die Auswechslung, wie ich gerade sehe. Sind nur zwei Jungs reingekommen. Çalhanoğlu und Jean-Christophe Barbeck. Ah, jetzt kommen nochmal Einwechslungen, alles klar. Da ist er, Hartherz. Für die linke Seite kommt für Dennis Aogo. Da oben gucken wir mal, Münster gewinnt gegen Bremen. Bremen erneut in der Verliererposition. Freut uns natürlich als Hamburger. Auch, dass wir... Oh, Riesenmöglichkeit, aber Gott sei Dank gibt es Abseits. Ja, da hat unsere Abwehr schön aufgepasst, sieht man, ne? Wie sie rausrücken und dann eben die komplette Offensive drei Mann ins Abseits gestellt haben. Also, ganz, ganz große Fußballschule hier. Eine Lehrstunde, sage ich mal, für Babelsberg. Obwohl sie sich in der ersten Halbzeit ganz klar super geschlagen haben. Allerhöchsten Respekt für diese Truppe aus Brandenburg. Hier ist nochmal Gnabry auf der Außenlinie. Bringt den Ball direkt rein. Aber ist keiner da. Kein Abnehmer, der den Ball direkt verwerten kann. Schade. Müller. Und Hinteregger ist einen ganzen Schritt schneller. Da kommt Jung. Stört er nochmal schön. Abpfiff. Gut. 90 Minuten gespielt. Hätte auch ein bisschen souveräner sein können. Wir gewinnen 2:0 gegen Babelsberg. Das ist, denke ich mal, soweit in Ordnung. Jetzt gucken wir mal in den Nachbericht. Ich denke, die erste Runde des DFB-Pokals muss dann auch schon gewonnen werden gegen die Viertligisten. Und dann gucken wir doch mal rein, wie es weitergeht. Bis gleich.